Wir sind heute wieder zu Besuch im Vorarlberger Tierschutzheim in Dombien und sehen uns nach dem Tier der Woche um. Marco, du stellst uns gerade einen Hund vor. Wie heißt er denn? Dieser Hund heißt Birber, ist ein Deutsch-Kurzhaar, gehört der Gruppe der Jagdhunde an und ist 6 Jahre alt und jetzt schon länger bei uns hier im Tierschutzheim. Und ja, für sie suchen wir eben ganz dringend ein neues Zuhause. Wie sollte das aussehen? Ja, da Birber ja ein Jagdhund ist, sollten vielleicht ja, die neuen Besitzer schon etwas Hundeerfahrung haben, sehr sportlich sein, auf jeden Fall gern Wanderungen machen. Birber ist durchaus ein Hund, der für jede sportliche Aktivität zu haben ist, wobei man sich gerade bei ihr im Klaren sein muss, dass eben ein Jagdhund nicht umsonst Jagdhund heißt. Im Freien geht sie eben gerne jagen. Katzen, ja, sieht sie eher auch als Beute an und da wäre es vielleicht schön, wenn jemand ein Zuhause mit großem Garten, mit großem eingezäunten Garten hätte. Wie ist Birber charakterlich? Birber hat einen eigentlich sehr guten Charakter, ist sehr gutmütig, ist ein richtiger Wirbelwind, das sollte man bei ihr nicht vergessen. Vielleicht für Familien oder Menschen mit kleineren Kindern vielleicht nicht so gut geeignet aufgrund ihrer stürmischen Art, aber ansonsten ja ein sehr ja recht angenehmer Hund und ja mit ihr wäre es ganz wichtig, dass man noch eine Hundeschule besucht, da sie wirklich noch viel lernen möchte und lernen kann. Als zweites stellen wir heute 2 Katzen vor. Was gibt es über diese 2 zu sagen? Diese 2 Katzen sind Gimli und Mojo. Sind jetzt vor kurzem hier bei uns im Vorarlberger Tierschutzheim abgegeben worden. Man muss dazu sagen, es sind Wohnungskatzen, das heißt, sie waren noch nie im Freien. Und die 2 möchten unbedingt auch zu zweit bleiben. Und wie sollte das neue Plätzchen aussehen? Im neuen Zuhause sollte natürlich viel Platz sein, da es ja 2 Katzen sind. Vielleicht nicht allzu wild hergehen. Sie kommen gut mit Kindern klar, wobei die Kinder vielleicht nicht zu klein sein sollten und ja, sind eigentlich ganz, ja, ganz zutrautige, ganz kuschelbedürftige Katzen, die ja einfach ein Zuhause suchen, wo sie auch auf ewig bleiben können.